2,5 Bar. 1 Bar. Wir wollen ja gucken, wie viel Ladedruck wir jetzt haben. Boah. Froschgeld, Dennis bei Kraft, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um den Kompakt-Turbo-Kompressor. Zusammengebaut und geguckt, ob das Ganze funktioniert. Und ja, es funktioniert. Wir bauen Ladedruck auf und der Wagen läuft. Kompressor von Infinitas. Wir haben die 115er Rolle genommen. Sprich, wir haben 0,4, 0,5 Bar. Turbo macht 1,5 Bar. Was er jetzt natürlich nicht macht. Also 1,5 Bar wäre, wenn wir Wastegate abstecken würden. Dann würde Wastegate nicht mehr öffnen und der würde absolut 1,5 Bar machen. Ne? So macht er, glaube ich, 0,7, 0,8 Bar. Die Schläuche, die ziehen sich zusammen. Das hatte ich ja hier bei dem Kompressorumbau damals auch schon gehabt. Hier, Ladeluftkühler war ja so. Hier zum Beispiel in diesen Schläuchen sind Metallringe drin. So, dass der sich nicht mehr zusammenzieht. Aber hier und dort ziehen sich extrem zusammen. Warum macht er das? Viele denken, der Kompressor kann nicht so viel Luft reinpumpen, was der Turbo benötigt. Nein, stimmt nicht. Folgendes. Wir haben unsere Drosselklappe nicht mehr hier unten verbaut. Hier ist die Drosselklappe. Der ist hinter dem Kompressor verbaut. Also hier hast du keinen Unterdruck. Ab hier hast du direkt Unterdruck. Und der ist ja sehr lang. Das heißt, der geht hier, das, ich sag mal von hier bis hierhin, fast einen Meter. Dann von da bis hierhin ist 2 Meter und dann bis dahin, wir haben 3 Meter Weg, bis der in die Ansaugung reinkommt und dann noch mal ein paar Zentimeter bis zur Verbrennung. Und da haben wir Unterdruck und deswegen zieht er sich so extrem zusammen. Es war ja nur dafür da, wir packen den zusammen und gucken, läuft das Ding. Und es läuft. Besser als erwartet. Das hier werden wir alles noch ändern. So können wir überhaupt keine Probefahrt machen. Der fährt, alles ist super, aber sobald wir Gas geben und er wieder Luft braucht, kann er das nicht rechtzeitig bekommen. Warum? Weil die Schläuche ziehen sich so extrem wieder zusammen, dass der ausgeht. Genau, das haben wir auch geändert. Das könnt ihr in die Tonne kloppen. Der war wieder hier undicht. Genau wieder von hier. Ich habe mir einen anderen Schlauch besorgt, eingebaut. Er ist nicht mehr undicht. Das ist Wahnsinn. Also, so billig Scheiß, also keine Ahnung. Lüfter funktioniert sofort. Wir haben irgendwas am Temperaturfühler. Wenn der Temperaturfühler kaputt ist oder Stromunterbrechung, was wir hier glauben, läuft der Lüfter ganze Zeit. Das werden wir uns noch mal anschauen, weil wir werden ja sowieso einmal komplett auseinanderbauen. Aber Ivo, wir haben ja unsere neue Auspuffanlage drin. Ja. Die ist einfach nur geil. Machen sich Sachen hier, wenn ich selbst bin. Portal. Ja. So, wir lassen hier natürlich ein bisschen warm laufen, weil wir wollen ja gucken, wie viel Ladedruck wir jetzt haben. Nochmal, 0,5 Bar, 1 Bar. Das heißt, wir verdichten den Turbo schon mit 0,5 Bar. Ja. Und jetzt schauen wir uns an, wie viel Bar er danach hat. Wie er jetzt hat. Okay? Ja. So, ich habe jetzt nur eine PSI-Anzeige. Ich gebe einmal Vollgas und dann gucken wir mal, bis wohin die PSI-Anzeige hingeht, okay? Oh. Wow. Oh.
Ich dachte, der Motor ist platt gegangen. Was war das denn? Oh, der hat einen Knall gegeben und dann auf einmal weg. Ja. Wahnsinn. Wie viel Bar hatten wir? Da war gar nicht viel, ne? 1,5, also 15 PSI. Okay, gucken wir nochmal. Schauen wir mal, der Motor geht nicht platt. Okay, noch einmal. Wie viel waren das? Ein bisschen weniger als 1,5. 15 oder was? Ja, ein bisschen weniger, Ding. Okay. Also wir haben jetzt 15 PSI, warum auch immer. Ah, guck mal. Ah, guck mal, hier kriegt der nicht Luft. Ah, okay. Guck mal, wir haben 15 PSI. Weißt du warum, Ibo? Weil er vom Kompressor ab war. Deswegen, der Kompressor konnte den nicht mit 0,5 Bar richtig versorgen. Ja. Deswegen hat man 15 PSI. Geil. Jetzt guck mal jetzt, wie viel er hat. Jetzt bin ich gespannt. Das wird auch besser laufen. Der hat ja voll unter. Okay. Ja. Gucken wir jetzt, wie viel. Siehst du das gut? Ja. Dann gucken wir mal, wie viel PSI jetzt hat. Der war 25. Und der war bei 30. Ja? Ja. Okay, wie macht er jetzt aus? Ey, das waren 30 PSI. Ich glaube, ich muss es noch mal in der Zeitlupe sehen. Also 25 habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja, okay, gehen wir mal von 30 aus. Boah, der ist so ganz komisch ausgegangen, ne? Ja. Wow. Ich dachte jetzt echt, der ist durch. 30 PSI, das sind umgerechnet fast 2 Bar. Hast gesehen, was gerade passiert ist? Kompressor war ja gerade unterbrochen. Ja. Der hat ja rausgeblasen und wir hatten 15 PSI. Mhm. Und dann das Doppelte. Ja. Ihr habt gesehen, es funktioniert. Was sind 15 PSI? Ich glaube fast... Ja klar, ein Bar, 30 ja, sind ein Bar. Das heißt, dann, wir hatten nur Turbodruck gehabt gerade. Und jetzt mit dem Kompressor, mit 0,5 Bar mehr, haben wir 2 Bar. Obwohl wir nur 0,5 Bar mehr gemacht haben. Ja. Wahnsinn. Ey, du kannst mir sagen, was du willst. Ich glaube, der M54 B25 ist der bessere B30-Motor. Es ist Wahnsinn, was dieser Motor alles ab kann. Wir haben 320 PS gehabt vorher, ja. Haben den so auf die Fresse gegeben, hält. Jetzt haben wir einen Turbolader mit vielleicht sogar über 2 Bar Ladedruck. Das Ding hält. Aber man merkt, der geht schwer an. Also Einspritzung mit dem Ladedruck stimmt nicht überein. Er braucht noch mal einmal komplett Software optimieren. Wenn wir den so weiter laufen lassen oder mehrmals Druck geben, haben wir ein folgendes Problem. Er wird die Kolben durchschießen. Also sofort verbrennen. Deswegen werden wir nicht mehr Gas geben. Nicht mehr Vollgas geben. Die Rohre werden noch mal alles neu gemacht, so dass wir immer kurze Wege haben. Hier zum Beispiel kommt auch sofort ein 90-Grad-Winkel. Das werde ich noch mal zeigen. Wir werden die Ansaugbrücke einmal komplett abnehmen. Kohlenwendentlüftung haben wir viel zu viel Druck. Das muss abgebaut werden, da muss abgedichtet werden. Ja, Servobehälter ist okay. Ja, auch super. Scheinwerfer kommt rein. Das ist auch gut. Ladeluftkühler müssen wir noch mal bearbeiten. Da muss man richtig drauf. Also wir werden noch mal komplett die Verrohrung machen. Dann gibt es die Abstimmung. Das heißt, wir sehen uns, wenn wir die Verrohrung machen. Danach die Abstimmung. Und danach nach mit dir. Gucken, wie viel PS der hat. Also Leute, tut mir auch einen Gefallen. Schreibt doch auch mal in den Kommentaren, was denkt ihr? Also gehen wir einfach aus, wir haben 2 Bar Ladung. Was macht ein GT30 mit 2 Bar am
PS? Das will ich gar nicht wissen. Also ich weiß es nicht. Also ich kann euch nicht sagen, wie viel PS wir haben. Also ich habe die ja noch nicht gefahren. Ich kann nichts einschätzen. Aber... Meinst du, kannst du es einschätzen, wenn du den... Fährst? Safe. Weil davor ich weiß ja, 320 PS weiß ich ja, wie er abging. Ja, deswegen ja. Deswegen, das heißt, bei der Abstimmung werde ich schon ungefähr wissen, dass er besser ist oder schlechter ist. Mhm. Aber Auspuff hört sich doch brutal an. Ja. Lieber. Die haben auch schön hingekriegt. Also ich muss auch sagen, auch Dankeschön an Ibo, auch an Dankeschön an Timur. Jetzt werden wir den nochmal zerlegen, werden das nochmal vernünftig machen. Und dann bin ich mal gespannt. Bei 2 Bar. Ibo, 2 Bar. Du kannst mit 2 Bar nichts anfangen. Aber glaub mir, das ist nicht wenig. Zum Abschluss. Wahnsinn. Motor 300.000 runter. Der will nicht kaputt gehen. Der hält gerade über 2 Bar aus. Ja. Ne? Wie lange er das macht, kann ich dir nicht sagen, Ivo. Wir haben ja noch alles original. Vielleicht rutscht die Kupplung durch. Kann auch sein. Das wäre ja geil. Dann wissen wir, dass wir mehr als 400 Newton haben. So, danke schön fürs Zuschauen, Leute. Bleibt gesund. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kfz-Tutzi. Bis dann.